Okay. Los. Hoch. 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 Und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Outlast. Vielen Dank auf meinem Kanal und vielen Dank, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind hier im Untergrund des Suffs stehen geblieben, abgehauen das letzte Mal vor diesem wirklich fetten Fettsack. Na, wollt ihr mal was ausprobieren? Da kommen wir nicht runter. Alles klar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das letzte Mal war es ja recht tricky gewesen, aber gut möglich, das Ganze zu meistern. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal für die Leute bedanken, die gestern... Die gestern beim Livestream. Mann, jetzt lass mich doch mal fertig reden. Die gestern beim Livestream dabei gewesen sind. So. Scheiße. Sieht man was? Da läuft einer mit einer Taschenlampe rum. Still know it's real. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Also wirklich gesund siehst du nicht mehr aus. Scheiße, wo müssen wir denn lang? Oh, wir müssen halt auch immer noch mega gucken, dass wir Batterien finden. Du hast nicht zufällig eine Batterie für mich, oder? Also von hinten kam der Typ mit der Taschenlampe, bevor ich da die Treppe runtergehe. Da ist zu. Nö, das war's. Oh, was haben wir hier? Leute, hätte ich nicht gesagt. Hätte ich nicht gesagt. Hier haben wir zwei Batterien. Wieso? Hallo? Ich hab doch nur eine. Oder? Hab ich. Ah, jetzt hab ich's. Eieiei. So. Schon Angst gekriegt. Mir ist auch aufgefallen, dass jetzt so gegen Mitte des Spieles, wo wir jetzt gerade sind, oder keine Ahnung, wie weit wir sind, viel weniger Journal- und Notizbucheinträge kommen. Am Anfang waren da viel, viel mehr. Natürlich ein bisschen die Story zu erklären und was weiß ich. Wir sind aber nicht von hier wir sind nicht von hier gekommen. Oder? Wallward? Himmelward. Oi. Unsere Hauptmission ist ja immer noch, aus der Kanalisation rauszukommen, genau. Oh, scheiße. Was ist da oben? Hallo? Scheiße, ich weiß auch überhaupt nicht. Ist mir richtig? Doch, doch, wir sind sicher richtig. Alter, die sollten mal aufräumen hier unten. Genau, wie gesagt, ich möchte mich bei den Leuten... Oh. Scheiße! Schnell einen Schluck Wasser. Was zum Teufel war das? Ich sehe fast nichts. Oh, nö. Sei mal ruhig. Ist da was? Alles schwarz.
Was war das für ein Geräusch gewesen? Oh, da gehe ich noch rein. Warte kurz. Oh, hier ist eh verschlossen wahrscheinlich. Wenn da. Ja. Oh Mann, was ist denn das hier? Da will ich doch nicht durchlaufen. Links dran. Na, ab jetzt gehe ich immer rechts rum, jetzt reicht's mir. Okay, okay. Meine Fresse. Ja, die öffne ich ganz sicher langsam, mach dir mal keine Sorgen. Können wir nicht woanders lang? Es ist schon viel zu lange nichts mehr passiert. Da unten liegen Batterien, das ist auch kein gutes Zeichen. Komm, spring runter. Nein, ich will runterspringen. Ja, wie kann ich denn loslassen? Lass doch los. Egal, wir laufen weiter. Rein. Ihr müsst mir auch an der Stelle verzeihen, dass dieser Part ein klein wenig kürzer wird. Weil ich nehme den, ich lade den noch am selben Tag hoch, wo ich den jetzt hier aufnehme. Weil ich ja gestern den Livestream gemacht habe. Damit ihr heute Abend noch einen aktuellen Part habt. Okay. Ich nehme an, wir müssen da lang. Nee, geht nicht. Da müssen wir lang. Hä? Nee, warte, aber geht auch nicht. Oder? Geht das? Ach so. Scheiße, Mann! Tut mir leid, dass ich so ruhig bin momentan, aber hier unten ist die Atmosphäre jetzt nicht gerade geil. Da läuft irgendwas im Wasser. Immer so den Moment, wenn man denkt, scheiße, jetzt werde ich verfolgt oder sowas. Wie schnell gehen denn die Batterien runter? Oh, bitte. Was war das? Oh. Puh, frische Batterie. Okay, Leute, diesmal gehen wir rechts rum. Ist ja gar nichts.
Aber ich habe die Angst, dass ich fühle, hier ist jemand. Ich glaube, das sind meine eigenen Bewegungen nur. Definitiv läuft da jemand. Was ist das? Achso, ich dachte schon, das ist der Ausgang. Oder einfach nur Tür. Mann, wo geht's denn hier raus? Wenn wir mal lieber links gelaufen, Leute. Wo muss ich lang? Oder muss ich da lang? Nee, das kann nicht sein. Also komm. Ist das eine Leiter? Auch nicht. Scheiße, Mann. Oh nein. Ich höre was. Was ist das? Ich weiß nicht, von wo es kommt. Ey, ich muss einfach ruhig sein. Okay, ich bewege mich jetzt nicht. Ich probiere es zu finden. Scheiße, Leute, Mann. Ist einfach schwarz. Es kommt auf jeden Fall von vorne. Halt, hab dich. Oh Gott, das ist der Wichser. Aber wo müssen wir lang? Okay, wenigstens können wir sehr, sehr gut auf das Sounddesign achten. Wir hören wirklich früh genug, wenn der kommt. Oh, Batterien sind jetzt auch schon wieder leer. Da. Nee, geht's nicht lang. Och Mann, wo muss ich denn lang? Dankeschön. Da kann ich irgendwas hochklettern? Nö. Doch, da ist eine Leiter in der Mitte. Aber die ist kaputt. Komm schon. Oh oh. Das ist nicht schlau, so rumzuhüpfen. Okay. Die Taschenlampe ist leer. Los, 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 los. Ich muss die Treppe hoch. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Irgendwo von da kommt der. Ich laufe jetzt hier hoch, ist mir egal. Scheiße. Okay. Los!
Junge Mann. Scheiße. Bitte speicher jetzt. Bitte speicher jetzt. Oh. Bringt mich jetzt um, oder was? Okay, Leute. Ich hab's gesagt, ich werde den Part ein bisschen kürzer machen müssen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht angerannt. Ich werde den Part ein bisschen kürzer machen müssen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich doch über ein positives Feedback von eurer Seite freuen. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Morgen kommt natürlich der nächste Part wieder raus. Euer Nier und ciao.